Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Life is Strange True Colors. Wir sind in der zweiten Folge, sind immer noch hier mit Alex unterwegs. So, noch schön die Brille richten und jetzt geht's weiter. Wir haben uns der letzte Folge hier nochmal ein bisschen umgeguckt und jetzt können wir die Stadt verlassen. Das Geschäft meine ich. Zack. Und dann schauen wir mal, was passiert. Danke. Wir sehen uns, Riley. Okay. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Okay. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Okay, sieht super aus. Pass auf die Füße auf. Ja. Pass bloß gut auf. Es wird windig. Ich pass schon auf. Okay, das Spiel zeigt uns schon an, was, wenn hier was ist. Aha, siehst du? Die sind echt schön. Danke. Hab ich gemacht. Jeden einzelnen Kranz. Wow. So, hier ist es. Wow. Danke für die Info. So, was haben wir denn da? Typhon Minengesellschaft. Sprengungsankündigung. Geplante automatische Sprengung. Sonntag, 28. April 2019. 21 Uhr. Vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirenen zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Genehmigung. Ja. Wow. Einfach wow. Ziegen-Yoga, Namaste. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie alles mit den winzigen Ziegenfüßen auf Ihrem Rücken. Nehmen Sie an einem unserer entspannenden Yogakurse auf unserer Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy unter 970-555-4839 an. Bergamot, Colorado. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Mhm. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa 0. Okay. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Ja. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Ich würde lieber Feuer verschießen und meine Gegner zu Asche verbrennen. Was, wenn der Feuerring versehentlich beim High Five losgeht? Zu riskant. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine?
Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Mach dir bei mir mal keine Sorgen. Gabe und ich waren ständig an Orten, an denen wir nichts verloren hatten. Danke, Alex. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Unicorn Sandwich oder Zombie Parade? Ja, mach mal day. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... Wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes.
Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Kein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Telefon. Okay, jetzt geht erstmal das große Lesen los. Wir wollen natürlich da auch... Oh Gott. Alles klar. So. Tiefenminengesellschaft. Erinnerung. Dass die Tiefenminengesellschaft heute Abend um 21 Uhr Sprengungen durchführt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die dargestellten Gefahrenzonen nicht betreten. Rufen Sie unsere 24-Stunden-Sicherheitsleitung an, falls Sie noch Fragen haben. Der Autor dieses Posts hat Antworten deaktiviert. Gabe Chen. Meine Schwester Alex kommt morgen endlich in der Stadt an. Also erwarte ich von euch allen euer am wenigsten schlimmes Verhalten. Ich füge sie zu meinem Blog hinzu, sobald sie hier ist. Also heißt sie willkommen. So aufregend. Ich kann einen Chen kaum ertragen. Nie im Leben. Morgen freut mich für dich. Ich kaufe dir heute Abend ein Bier, um es zu feiern. Haven Springs. Erinnerung. Das Rathaus sammelt alle Fragen, die sie bezüglich der Eröffnung einer zweiten Grube der Typhon-Minengesellschaft haben. Falls es etwas gibt, das Sie wissen wollen, hinterlassen Sie einen Kommentar. Welchen Einfluss würde eine zweite Grube auf die Umwelt haben? Danke für die Frage. Wir werden es auf jeden Fall ansprechen. Ich würde es auch gerne ansprechen, aber ich bezweifle, dass meine Antwort Typhon gefallen würde. Wird das zu mehr Verkehr durch die Stadt führen? Meine Kinder laufen von der Schule aus nach Hause und diese riesigen LKWs machen mich nervös. Mich auch. Danke, dass Sie Ihre Besorgnis kundgetan haben. Ich stelle sicher, dass wir darüber reden werden. Wir schaffen damit einen Haufen neuer Jobs, oder? Weiß man denn schon, wie viele? Ich werde es herausfinden. So, Ethan. Gott, das ist viel. Ethan Lambert. Die neueste Ausgabe von der legendären Monsterjäger Tena ist fertig. Super, wie viele kann ich für den Laden haben? Ich fahre in der Wochenende, um Kopien zu machen. Hurra! Bist du bereit, nächste Woche im LARP in echt Tena zu sein? Absolut, es wird legendär. Steph Gingrich. Dieses Wochenende ist eure letzte Chance, euch für Bergballade, ein Live-Action-Roleplay in Denver zu melden. Ich helfe bei der Organisation und es wird spitze werden. Ich und ich fahren hin. Also solltet ihr es auch. Seid ihr aufgeregt oder was? Ich kann kaum schlafen. Ja, Ethan, ja. Charlotte. Ist das Charlotte? Familienporträts als Kommission. Ich kann von einem Foto oder einer Live-Pose arbeiten. Aufträge für Haustierporträts und andere Kunstwerke nehme ich auch gerne entgegen. Super. Wann kannst du mit einem von meinen zwei Töchtern anfangen? Ich habe ein großartiges Foto von ihnen. Wann immer es dir passt, schick mir das Foto als E-Mail und wir besprechen Größe und Preis. Nochmal danke für das von Sony mit mir und den Kindern. Hat eine tolle Weihnachtskarte abgegeben. Wie wäre es mit einer deiner wunderbaren Skulpturen? Vielleicht von einem Eichhörnchen oder einem Aplodontia-Rufer? Einem was? Es ist ein Nagetier, das allgemein als Biberhörnchen bezeichnet wird. Was eine Fehlbezeichnung ist, da sie keine Dämme bauen. Nerd. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen zu lesen, aber das machen wir jetzt natürlich. Ich will alles wissen. Alles. Falls irgendwer Hilfe mit PCs braucht, meldet euch. Ich kann gut mit Tech umgehen und versuche in den nächsten Wochen ein wenig extra anzusparen. Sag mir Bescheid. Kannst du meiner Mutter beibringen, wie sie ihre E-Mails benutzt? Klar. Könntest du vielleicht in unserem Laden vorbeikommen und einen Blick auf unsere Computer werfen? Unsere Zahlungssoftware spielt in letzter Zeit verrückt. Machen wir einen Tag aus. Und mit einem einzigen Beitrag wird sie zum IT-Dienst der ganzen Stadt. Hahaha.
Wenn du schon dabei bist, willst du meine neue Playbox installieren? Ich bin mir sicher, dass du das selbst kannst. So, die Riley hat also Plan von PCs, ja? Ein riesiges Dankeschön an die Typhon Minengesellschaft für die Spende von 2 Road King Polizeimotorrädern. Damit können wir die Straßen schneller und sicherer patrouillieren als je zuvor. Ihre Gemeinde ist unsere Gemeinde. Sorgen wir für ihre Sicherheit. Da vermisse ich meine Zeit auf dem Motorrad. Auf einem davon könnt ihr mich jederzeit verhaften. Ethis Blumen feiert diesen Samstag 30 Jahre in der Gemeinde Haven. Kommt vorbei für Limonade und Kuchen. Glückwunsch, Oma. Ohne dich hätte ich es die letzten Jahre nicht geschafft. Selber Glückwunsch. Kann's kaum erwarten. Glückwunsch, Eleanor. Auf viele weitere Jahre. Charlotte. Parcoursstunden. Weiß irgendjemand, wo Ethan an Parcoursstunden teilnehmen kann? Er hat es bei seinem Vater in Arizona gesehen und seitdem springt er von den Wänden, wortwörtlich. Ich weiß, es gibt Peak-Parcours in Golden, aber das ist ganz schön weit weg. Jeder Vorschlag hilft. Full-Flow-Parcours in Grand Junction. Guter Fund. Sagt er ja, ich finde was. Und hier ist die Adresse für das St. Remus Krankenhaus. Nur für den Fall. Gabe Chen. Ich möchte Havens einzig wahren, nerdigen, vogelliebenden, sieht gut ohne Bart aus, Ranger Ryan Lucan. Alles Gute zum Geburtstag wünschen. Die Welt wurde ein besserer Ort, als du vor 47 Jahren geboren wurdest. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Danke, Gabe. Allerdings etwas daneben mit dem Alter. Sei nicht gemein, Gabe. Man wird nur einmal 47. 24. Nur fürs Protokoll. Ist das in Hundejahren oder tot? Ihr zieht das jedes Jahr ab. Wird es nie ein alter Hut? Nicht so alt wie du. Ha! Alles Gute zum Geburtstag, Ryan. So, die Vogelbeobachtungsgesellschaft. Wir sind stolz, den diesjährigen Vogelbeobachterwettbewerb anzukündigen. Das Vogelduell von Haven Springs beginnt dieses Wochenende. Eine offizielle Sichtungsliste wird ab Samstag um Mitternacht auf unserer Webseite verfügbar sein. Viel Glück, Vogelbeobachter. Bekommen wir Bonuspunkte für mehrere Sichtungen derselben Vogelart wie letztes Jahr? Du brauchst mehr als das, um mich zu schlagen. Schlaf mit offenem Auge, Lucan, damit du mehr Vögel sehen kannst. Aufregend. Ducky. Hand mit Sekundenkleber an ausgestopftem Tier festgeklebt. Hilfe. Ducky, wolltest du das vielleicht in Google eingeben? Was? Du musst es in Google eintippen, wenn du sofort eine Antwort haben willst. Wo ist das? Ich komme einfach mit Nagellackentferner vorbei, okay? Das ist für uns beide einfacher. Und nochmal Charlotte. Vielen Dank an alle, die uns beim Doc-Tag geholfen haben. Unsere Kurzen sind ein weiteres Jahr sicher vor Splittern. Das alte Doc hat noch nie besser ausgesehen und meine Hände nie schlimmer. Danke fürs Organisieren, Charlotte. Herz. Okay, wir haben aber noch SMS. Diesmal fange ich von unten an. Mariella. An mir ist nichts seltsam außer dem einen Geburtsmal. Ich war betrunken, ich habe nur Witze gemacht. Mary, bitte, ich brauche dich. Ich ertrage es nicht, wenn du vor allen Leuten mich wie ein Freak nee, Moment. Hey, ist das immer noch deine Nummer? Oh mein Gott, Alex? Hey Mary, so toll von dir zu hören. Wie geht es dir? Das war 2014. Wir scheinen im Jahr 2019 zu spielen. Ich bin okay, tut mir leid zu fragen, aber hast du einen Platz, an dem ich schlafen kann? Meine unglaublichen Entscheidungen haben mir Ärger eingebrockt. Ja, natürlich. Unsere Wohnung hat ein Sofa mit deinem Namen. Ich rufe dich gleich an. Vielen Dank. Ich mache es gut. Mit Liebe und Zuneigung. Lol. Frohe Weihnachten, Alex. Hoffentlich bist du irgendwo, wo es warm ist. Hey Mary, ja, es ist kuschelig warm. Frohe Weihnachten. Hast du das mit Frau Stevens je geklärt? Nein, sie ist ein Miststück. Ich bin danach wieder im Gruppenheim gelandet. Conjo, tut mir so leid, Alex, du hast etwas Besseres verdient. Alles gut, ich habe sie schon auf meine kein Verlust, falls ermordet Liste gesetzt. Hey Mary, ich habe die neuesten PTC-Schallplatte gekauft. Ich tausche gegen ein paar Nächte auf deinem Sofa. Hey, lol, kein Ding, ich bin jetzt zu Hause, danke. Ich verspreche, ich mach das nicht zur Gewohnheit. Geht klar, Mädel. Alex, wie geht's dir? Hab ewig nichts von dir gehört. Hey, sorry, hab die SMS überlesen. Dieses Jahr war verrückt. Aber ich komm klar. Du? Ein Tag nach dem anderen. Ich hab
echt netten Typen auf der Arbeit getroffen. Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Oh, cool. Sag ihm, er soll es nicht versauen. Haha. Hey, ich bin in der Nähe. Willst du was trinken? Hola, Chica. Hab schon angefangen. Los geht's. Lol. Hab zur Abwechslung einen Tisch im Aunties bekommen. Komm vorbei. Irre, bin gleich da. Hey Mary, es tut mir echt leid, aber kann ich wieder bei dir schlafen? Ich habe beschlossen, dass ich eine Pause von der Hölle namens helfende Hände brauche. Alex, es tut mir so leid, aber ich habe Freunde, die hier übernachten, also geht es nicht. Vielleicht in 1 oder 2 Wochen? Keine Sorge, ich finde was. Einen schönen Abend. Dir auch. Viel Glück und pass auf dich auf. Hey, alles okay? Du hast die Bar gestern so schnell verlassen. Das war jetzt 2019 schon. Hey Mary, bist du da? Mary, sei nicht schüchtern, ich hab dich nackt gesehen. Bitte texte mir, wenn du das bekommst. Ich hab nur Witze gemacht mit dem Zeugs und das letzte Woche gesagt hab. An mir ist nichts seltsam, außer dem einen Geburtsmal. Ich war betrunken, ich hab nur Witze gemacht. Mary, bitte, ich brauch dich. Ich ertrage es nicht, wenn du von allen Leuten mich wie einen Freak behandelst. Bitte. Keine Antwort. Uff, da gibt's jetzt einiges zu lesen. Wir machen das alles in dieser Folge noch. Isaac. Ach du Scheiß. Okay, machen wir. Hey Alex, Isaac aus dem Plattenladen hier. Danke für die Lektüre über Brianna Lilek. Ihr erstes Album ist klasse. Es war nett, dich kennenzulernen. Du musst die falsche Nummer haben. Oh, es tut mir so leid. Ich mach bloß Witze, Alter. Alex hier, lol. Himmel, ich war kurz so enttäuscht. Warum würdest du mir das antun? Sorry, war nett, dich kennenzulernen. Würde dich gerne auf einen Kaffee einladen. Du schuldest mir was für den grausamen und ausgefallenen Witz. Ha, vielleicht nächstes Wochenende? Super, ich melde mich Samstag. Fröhliches Halloween. Hey Alex, hast du heute Abend Zeit für Drinks? Ich kenne einen Laden in der Stadt, in dem die perfekte Sangria serviert wird. Hey Isaac, sorry für die Verzögerung. Drinks schaffe ich nicht. Aber vielleicht Kaffee nach dem Mittagessen? Du kannst versuchen, deinen Musikgeschmack wegzumachen. Herausforderung akzeptiert. Warst du schon mal im Silver Kettle auf der SW Washington? Noch nicht, 15 Uhr? Ich sehe dich dort. Ich hatte echt Spaß, Alex. Trotz deiner fragwürdigen Getränkewahl. Nichts falsch an heißer Schokolade. Hi, Alex. Hast du heute Abend Zeit für Drinks? Ich sehne mich nach einer weiteren Lektion über die Sänger und Songwriter von Portland. Bereite dich auf etwas Bildung vor. Ruf mich nach dem Mittagessen an. Geht klar. Hey, Süße. Isst ihr heute nach Cocktails oder massig Popcorn in einem Film? Warum nicht beides? Das höre ich gerne. Fangen wir mit dem Cocktail an. Hast du Zeit um 8 Uhr? Sehr verspätet, aber frohes Neues. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, bloß beschäftige mich mit meinen Kursen. Frohes Neues, macht dir keinen Kopf? Kann ich dich heute Abend ausführen? Wie wär's mit komplettem Abendessen, mit Wein und Brot? Wie eine richtige Mahlzeit. Richtige Mahlzeit klingt super. Danke, Isaac. Ich hübsche mich etwas auf. Wird doch Zeit. Du musst dich beim Aufhübschen anstrengen. Du hast mich noch nicht in aus dem Bett gefallen aufgehübscht gesehen. Vielleicht sehe ich das morgen früh. Locker bleiben. Bist du zu Hause? Wie geht's dir? Kann ich heute bei dir schlafen? Das Leben im Heim holt zu mir auf. Natürlich, ich öffne den Wein. Vielen Dank. Ich brauche eigentlich keinen Wein. Ich bin erledigt. Ich mache ihn auf, nur für den Fall. Ruf mich an, wenn du unten bist. Letzte Nacht war unglaublich. Bin echt froh, dass du vorbeigekommen bist. Ist alles okay? Hey, ja. Wir haben es gestern etwas überstürzt. Können wir das mit dem Sex für eine Weile sein lassen? Was stimmt nicht? Ich dachte, du hattest Spaß. Ich war einfach nicht in der richtigen Stimmung. Tut mir leid, das zu hören. Du hast mir all die richtigen Signale gegeben und ich dachte, du wärst interessiert. Hey, Alex. Wie wär's mit Drinks? Ach Gott, zu empfindlich. Alex, bist du wach? Sag mir Bescheid, wenn du die hier bekommst. Alex, komm mit für Drinks, ich bezahle. Alex? Hey Isaac. Alex Chang. Chan, lange nicht gesehen. Ja, ich weiß, hör mal, ich brauche wieder einen Ort zum Schlafen. Kann ich dich mit kostenlosem Bier bestechen? Du hast etwas, das viel besser als Bier ist. Das weißt du auch. Ich brauche nur einen Ort zum Schlafen. Und das biete ich dir, plus mehr. Komm einfach vorbei. Dieser Anrufer wurde geblockt. Du hältst von dieser Nummer keine Nachrichten mehr. Ah, hoppala. Ja, sie wollte wohl nicht das. Jean. Hey, bist du Jean?
Für dich bin ich Comic-Charlie-Freund. Mit wem rede ich? Alex, Stacy hat mir deine Nummer gegeben. Verkaufst du immer noch? Nur an jene, die wissen, wie man sich mit dem Fluss der Dinge hingibt. Ja, vergiss es. So, Bridgette. Glaub ja nicht, dass du zu unserer Familie gehörst, Miststück. Wow, okay. Bist du Bridgette? Du wirst nicht hierbleiben. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich frage mich, was deine Eltern von diesem Benehmen halten. Sie werden dir nicht glauben. Du textest mir, du Genie. Ich habe einen schriftlichen Beweis. Fick dich. Au. Oh. Dr. Lin. Alex, wir haben einen Termin in meinem Büro. Wirst du es schaffen, Alex? Pünktliche Teilnahme an Sitzungen mit deiner zugewiesenen Beraterin ist eine Voraussetzung für deinen Aufenthalt im helfenden Händeheim, Alex. Betrachte dies als Missachtung Nummer 1. Tut mir leid, hab mein Zeitgefühl verloren. Gemäß unserer Sitzung gestern, sich selbst steuern von Dr. Levi Hauptner. Okay, danke. Ich hoffe, dass es hilfreich ist. Wollte mich nur kurz melden. Wie geht's dir? Geht es Heather gut? Sie ist aufgebracht. Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass dies verständlich ist. Aber sie ist nicht verletzt. Es tut mir so leid. Alex, wo bist du? Deine Sachen sind nicht hier. Bei wem bist du? Alex, bitte melde dich. Niemand weiß, wo du bist. Alex, mir ist klar, dass du in einer emotional verletzlichen Lage bist. Ich würde gerne mit dir reden, bevor du heute Abend ausgehst. Bist du in deinem Zimmer? Ja. Kann ich kurz vorbeikommen? Ja. Viel Glück mit diesem neuen Kapitel in deinem Leben. Ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich hier bin, falls du mich brauchst. Dieser Anrufer wurde geblockt. Du erhältst von diesem Nummer keine Nachrichten mehr. Belastend. Gabe. Da kommt nochmal einiges. Alex, wer bist du? Heilige Scheiße. Alex, Chen? Sorry, wer bist du? Gabe hier. Ist das ein Scherz? Nein, du Trottel, ruf mich sofort an. Hey, quatschen, gestern war super. Reden wir bald wieder? Ja, klar. Wie war dein Wochenende? Echt gut. Charlotte und ich waren mit Ethan wandern. Hat Spaß gemacht. Deins? Hab mir endlich das neue Album von Paint Thinner Coffee angehört. Sie rocken so ab. PTC ist irre. Hast du sie mal live gesehen? Noch nicht. Werde ich absolut, wenn ich die Chance bekomme. Wie läuft's? Tut mir leid, dass ich nicht getextet habe. Hier ist irre viel los. Wie geht's dir? Hier ist es im Moment komisch. Kümmere mich drum. Brauchst du Hilfe? Nein, nein, ist okay. Alien, willst du in Heaven leben? Schreibe, schreibe. Nicht Alien, du bist kein Alien, du bist Ailey. Autokorrektur, lol, Handy ist Idiot. Ailey, bist du wach? Lol, hey Kumpel, hast du was getrunken? Nein, das ist mein Normalzustand. Beantworte die Frage, geh schlafen. Oh scheiße, ich hab dir besoffen getextet. Im Ernst wird fürs Protokoll, das Angebot steht. Heaven ist cool. Was geht ab? Hab ein paar Tage nichts von dir gehört. Ist alles okay? Ruf mich bitte an, wenn du das bekommst. Wie hältst du dich? Pass schon, war scheiße hier, aber wir haben Schlimmeres durchgemacht. Sag Bescheid, falls du was brauchst. Mach ich. Ich glaub einfach nicht, dass du kommst. Ja. Ich auch nicht. Danke nochmal für das Ticket. Du bist mein Lebensretter. Natürlich, wir sind so aufgeregt, dich hier zu haben. Morgen ist der große Tag. Brauchst du was? Nö, alles gut. Ich habe nicht viel zu tragen. Ich bin circa eine Stunde entfernt. Ich kann es kaum erwarten. Bin bereit für dich. Bus ist vorgefahren. Unterwegs, I'm so excited. Akzeptabelster Freund der Welt. Ja. Du hattest recht, wegen den Sonnenblumen. Ich denke, Achso, das ist jetzt von jetzt. Wir sind wirklich im April 2019, da spielt das Ganze. Nice, akzeptabelster Freund der Welt. Du hattest recht, wegen der Sonnenblumen. Ich denke, das werde ich oft zu dir sagen. Ich werde mich nicht dran gewöhnen, es zu hören. Ich hab dich übrigens in unsere Nachbarschaft auf mein Blog eingeladen. Siehst du an, wenn du Zeit hast. Cool, danke. Und wir haben noch Chelsea. Hey Alex, Chelsea hier. Vielen Dank für deine Hilfe mit Harley gestern Abend. Mein Kind tut immer noch weh, aber es hätte viel schlimmer sein können, wenn du nicht eingeschritten wärst. Hey Chelsea, bin froh, dass es dir gut geht. Harley ist furchtbar. Mach dir keine Sorgen. Nicht jedes Mädchen in Pflege ist so schlimm. Texte mir, wenn du mich brauchst, okay? Oh mein Gott, danke. Ich dachte nicht, dass ich etwas zum Geburtstag bekomme. Die Kette ist wunderschön. Alles Gute zum Geburtstag. Sei nicht zu dankbar. Die habe ich im Leihhaus gekauft, lol. Hey, Waisen können nicht wählerisch sein, oder? Stimmt. Alex, entschuldige die Störung. Hast du Binden übrig? Ich habe hier eine Situation. Kein Problem. Guck in der Schublade meines Nachtschranks nach. Ich glaube, ich habe einige da. Bist weiterhin meine Heldin. Danke.
muss etwas Wichtiges sagen und will damit nicht warten. Ende des Monats ziehe ich nach Colorado, um bei meinem Bruder zu leben. Dich zu verlassen war der einzige Nachteil dieses Plans. Es tut mir wirklich leid. Ich will nur, dass du weißt, dass ich nur einen Anruf von deinem SMS entfernt bin, okay? Glückwunsch, entschuldige ich nicht. Ich freue mich so sehr für dich. Können wir am Wochenende länger reden? Ich will alles darüber hören. Klingt gut. Viel Glück heute. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich vermissen. Lass dich von niemandem rumschubsen, okay? Du bist absolut super. Das Leben war in den letzten Jahren hart, aber ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich auch. Und wir haben noch das Tagebuch. Okay. Tessa, Wut. Bitter und eifersüchtig und etwas mulmig. So schmeckte die Wut. Ich hatte nicht mal Zeit zurückzutreten. Sekunden später raste ich durchs Zimmer. Was für ein Mist. Ich habe ihre Lippe aufplatzen lassen. Die Arme, wie lange es wohl braucht, um zu verheilen. Es ist schwierig, Blut aus der Kleidung zu bekommen. Dabei fühlt man sich im Unrecht. Ich mache ihr keinen Vorwurf, dass sie sich aufregte. Sie glaubt, ich bekomme im Heim eine Spezialbehandlung, aber das tue ich nicht. Ist auch egal, sie bleibt für sich, wie die meisten anderen. Also alles wie immer, bis eine neue Gruppe auftaucht und alles von vorn anfängt. Das Schlimmste? Sie haben meine verfluchte Gitarre konfisziert. Verbot für 2 Wochen. Wenigstens werde ich sie zurückbekommen. Ich verspreche dir, so ist es nicht. Kein Gefallen, keine Geheimnisse, nichts für mich. Doch am Ende des Tages traf es auch dich. Isabel, Kummer. Ich habe so oft versucht, das hier zu schreiben. Sehen wir mal, wie weit ich komme. Ich mochte Isabel sehr. Sie war lieb, hat gern gemalt und an Wochenenden Bier für uns reingeschmuggelt. Aber ihre Depression war brutal. Sie kroch unter meinen Fingernägeln. Meine Augenlider waren wie ein Stein. Ich musste mich konzentrieren, nur um atmen zu können, als wäre mein Brustkorb aus Blei. Es war schwer, dem zu entkommen. Am Ende wurde es zu viel, eine Menge Beruhigungsmittel. Sie lag im Erbrochenen, ihre Augen offen und glasig und verängstigt. Es tut mir leid, Isabel, ich dachte, wir hätten Freunde bleiben können, als wir endlich aus diesem 0815-Knast rauskamen. Ich wünschte, du hättest länger bleiben können. Falls ich dich je wieder sehe, bringe ich das Bier mit. So, jetzt haben wir auch endgültig alles hier gelesen. Und damit war es auch von dieser Folge. In der nächsten Folge geht es dann ganz normal weiter. Und wir durchsuchen hier diesen Laden nach der Liste. Vielen, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.